Also wir wollen ihn nicht erschrecken, aber das ist der ultimative Riesenigel hier im Garten. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Der ist aber mega gut im Futter. Jo, ihr seht, ich habe dem Igel oder der hochschwangeren Igeldame, wie gesagt, mega gut im Futter, Katzenfutter hingestellt, eine Schale. Update, 2 Stunden später, die Schale leer. Katinka, also unsere Katze, die ganze Zeit im Katzenbaum, die kann es also nicht gewesen sein. Mit anderen Worten, ja, der Igel, die Igeldame, wie auch immer, jetzt geschillt, gut genährt hier im Garten. Und damit sage ich ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video, alles, alles Gute, frohe Pfingsten und ciao.